Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zack McCracken Between Time and Space. Ich finde das immer gut, dass hier im Ladebildschirm der Name von dem Spiel steht, weil ganz oft geht es mir so, dass ich hier sitze, mir fällt dann echt der Name von dem Spiel, das ich spiele, nicht mehr ein. Oder wie früher, als ich noch hauptsächlich Fallout gespielt habe, habe ich immer alles als Fallout 4 vorgestellt. Jedes Spiel war Fallout 4. Weil dieses Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fallout 4 war einfach so in meinem Hirn eingespeichert, so als Standardbegrüßung eingespeichert. Da hatte quasi Fallout 4 für mich zum Hallo dazugehört. Konnte ich gar nicht voneinander trennen. Es wäre Licht. Schauen wir jetzt endlich mal in die Schublade. Mein Kartenspiel. Ich liebe Poker. Nehmen wir anscheinend mit, na dann. Die mittlere Schublade. Zustand geöffnet, aber leer. Bis auf die kaputte Glühbirne ist die Schublade leer. Sie klemmt. Ich kann sie nicht schließen. Außer wir ölen sie mit Keksbrei. Das sollte ich lieber sein lassen. Oder mit Gleitcreme. Wenn man mich dafür bezahlen würde. Aber so mache ich das nicht. Hä? Nein, da hebe ich mir einen Bruch. Du hebst dir auf die kaputte Glühbirne ist die Schublade. Du hebst dir einen Bruch, wenn du Vaseline auf deine kaputte Schublade schmierst. Ich wollte nur wissen, ob da drunter was am Boden liegt. Aber anscheinend hat er keinen Bock hier. Arsch. Na gut, dann war's das hier leider eh schon, ne? Was haben wir denn jetzt? Ein Kartenspiel? Ich kombiniere mal alles mit allem. Mal schauen, ob irgendwas draus wird. Dadurch, dass wir jetzt ein Marmeladenbuttermesser gemacht haben, traue ich dem Spiel alles zu. Weil ein Messer, ein Buttermesser mit Marmeladenreste dran ist so ungewöhnlich, dass ich dem Spiel alles zutraue. Lieber nicht. Das wäre nicht annähernd amüsant genug für dieses Adventure. So langsam beginne ich an meinem Verstand zu zweifeln. So lieber nicht. Ein bisschen mehr Einsatz. Keine Chance. Hatte ich erwähnt, dass ich ganz schnell nach Hause muss, um meine Kuh zu melken? Die platzt sonst noch. Ich, verzichte. Das leider geht nicht. Keine Chance. Das leider... Die Idee war ja ganz gut, aber es... Ich... Das ist die... Lieber nicht. Das kommt mir irgendwie... Interessante Idee, aber Kamasutra ist auch interessant und ich hab's noch nie probiert. Das Argument verstehe ich nicht. Die Idee war ja ganz gut, aber es... Tja, das macht... Ohne mich. Das ist definitiv nicht möglich. Hatte ich erwähnt, dass ich ganz schnell nach Hause muss, um meine... Lustig fände ich das... Das ist definitiv... Das hilft mir nicht. Es ist witzig, dass dieser Satz, das ist definitiv nicht möglich, so leise eingesprochen ist im Vergleich zu allen anderen. Das ist definitiv... Das wäre... Es lässt... Das hilft... Das sollten... Du beliebst... Eine Postkarte, die Annie mir gesteht... Nein, das wollte ich nicht. Hilfe! Ach so, warte du mal. Du beliebst zu... Aber ich kann die doch schon... Eine Postkarte, die hier steht... Oh Gott, dass Hilfe. Ich möchte da und mit Rechtsklick Items abwählen, aber das macht man nicht mit Rechtsklick. Ich hatte schon... Nein, da... Ein bisschen... Das... Das ist... Nein, da... Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man es abwählt. Ach so, schon mit Rechtsklick. Ich muss nur irgendwo ins Leere klicken. Okay. Ein bisschen mehr... Tja... Das wäre... Das soll... Ein bisschen... hatte ich erwähnt, es lässt... Na gut, dann haben wir alles mit allem kombiniert. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass die Tagebucheinträge nicht mit Gelb geschrieben sind. Ich meine, es wäre schlecht zu lesen, das stimmt schon, aber... So, jetzt haben wir hier Karten, was machen wir denn damit? Ja, was soll man dazu sagen? Ja, eben. Ein paar Spielkarten. Eine Karo-Dame, ein Pik-Bube, eine Herz-5... Eine Cash-Card und ein Pik-Ass. Hey, wie ist denn da meine Cash-Card dazwischen gekommen? Wir haben unsere Cash-Card. Eine Cash-Card, ausgestellt auf meinen Namen. Damit bekomme ich überall Kredit, noch.
Okay, fast 12.000. Oh Gott, muss man hier auch wieder aufs Geld achten? Da habe ich nämlich total Bock drauf. Das fand ich so ein tolles Feature aus dem ersten Teil. Würde mich total freuen, wenn das auch wieder in dem Teil wäre. Wollen wir irgendwas mit den Pizzaresten machen oder so? Ich habe noch gar nicht versucht, den Herd einzuschalten, oder? Damit stellt man den Backofen ein. Na, mach mal. Das macht nur Sinn, wenn ich was zu backen habe. Dann packen wir doch den Keksbrei. Ein Brei? In den Backofen. Der Ofen ist leider defekt. Seit meine letzte Pepperoni-Pizza darin explodiert ist. Wenn ich etwas backen will, finde ich vielleicht auch woanders eine passende Feuerstelle. Okay. Keksbrei in die Mikrowelle. Die Mikrowelle hat leider keine Backstufe. Aber den Keksbrei backen ist tatsächlich anscheinend eine Option. Der Mann auf dem Umschlag kommt mir irgendwie bekannt vor und seine Frisur. Gewagt, gewagt. Ah, hier ist auch ein Taxiunternehmen. Jetzt brauche ich nur noch ein Telefon, um das Taxi zu ordern. Dir kommt jeder bekannt vor. Aber der kommt mir auch bekannt vor. Das könnte so ein bisschen Guybrush Threepwood sein, vom Aussehen her. Diese Art von Telefon wird schon seit Jahrzehnten nicht mehr hergestellt. Okay, Zeit, ein Taxi zu rufen. Auf geht's. Na komm schon. Hi, was kann ich für dich tun? Hallo? Spreche ich mit dem Taxi-Call-Service? Ja, sicher. Ja, ich möchte dann bitte ein Taxi bestellen. Du weißt doch sicher, dass du hier noch viel mehr als nur Taxis bestellen kannst. Wie bitte? Also, das Taxi soll mich dann bitte vor dem Artificial Hairbrush-Geschäft abholen. Und wie wäre es mit einer Taxi-Stadtrundfahrt mit unserer Natascha oder Ramona? Wovon sprechen Sie denn? Habe ich die falsche Nummer gewählt? Ach so, da steht ja auch Taxi-Call-Girl-Service. Entschuldigen Sie, aber bitte nur Taxi und kein Callgirl. Ich hab's nämlich sehr eilig. Du bist wohl ein ganz schneller Wie. Für eilige Kunden haben wir auch die richtigen Girls. Ich bin wirklich nicht der Typ für sowas. Ich möchte einfach nur ein Taxi bestellen. Geht das? Bitte, bitte, bitte. Wie langweilig. Na gut, dann schicke ich dir halt nur ein Taxi ohne Überraschung. Wann und wo soll der Fahrer dich abholen? In 10 Minuten vorm Friseursalon der Artificial Hairbrush, bitte. Geht klar, Süßer. Danke. Dann wäre ja alles geklärt. Und du willst bei der wilden Taxifahrt wirklich keines unserer Girls dabei haben? Nein. Schade. Mach's gut, Süßer. Auf Wiederhören. Oh mein Gott, war das anstrengend. Ja, etwas später. Ja! Oh, ich glaube, das Taxi ist schon da. Gesundheit. Dann aber schnell. Was warten wir auch? In unserer... Ach so, okay. Bin schon da. Wohin soll's gehen? In mein Büro. Fahren wir doch mal ins Büro vorher, oder? Einfach mal schauen. Keine Ahnung. Bitte fahren Sie mich in mein Büro zum National Infiltrator. Lieutenant, Rush ist los. Ich bekomme gerade ein Signal von unserem Spitzel rein. Na, endlich. Auf den Monitor damit. Tag, Lieutenant. Agent XR20 auf Position. Ich hoffe doch, dass das Haus vollständig zerstört wurde. Sieht leider nicht so aus, Lieutenant. Das Gewächs ist in das Zielobjekt eingedrungen. Es wurde aber nicht zerstört. Slowrick! Bin ich denn nur von Einzellern umgeben? Die Drohne scheint nicht stark genug gewesen zu sein. Das sehe ich auch, du Hirsch. Und genau das ist das Problem. Die Entwicklung sollte viel weiter vorgeschritten sein. Wie sollen wir das dem King erklären? Wird hier über mich geredet?
Nur in den höchsten Tönen, mein King. Nur in den höchsten Tönen. Nun gut, was ist passiert? Unser Setzling war nicht stark genug. Wir konnten McCrackens Büro nicht vollständig zerstören. Verdammt, ihr Versager! Unsere Batterien sind nicht stark genug, um einen ausreichend starken Wachstumsstrahl zu erzeugen. Da hat er recht. Meines Wissens gibt es nur ein Artefakt, das genug Energie aufbringen könnte. Ich weiß, welches Artefakt du meinst. Leider ist es verschollen. Mir kommt da eine Idee. Ich unterbreche nur ungern, aber McCracken nähert sich in einem Taxi. Ich muss die Verbindung abbrechen. Beschütte ihn weiter. Wir denken uns etwas aus. Verstanden, Boss. Vielen Dank. Bitte warten Sie, es dauert nicht lange. Warum reden die denn so? Ach du Scheiße! Was? Was ist mit dem Infiltrator geschehen? Verdammt! Wo kommt dieser riesige Baum her? Warum reden die so komisch und lustig, aber die Vorhänge der Katrin haben nicht so geredet? Und warum sieht der National Infiltrator aus wie ein Puff? Und warum ist da ein Baum durchgewachsen? Ich meine, das waren die Aliens, aber gibt's wirklich keine bessere Methode, um Gebäude zu zerstören, dass man loswerden will? Ich bin zu Hause! So ein respektloser Haufen. Na, hoffentlich finde ich wenigstens hier ein paar Hinweise. Ist das Samuel Jacksons Kopf in dem Goldfischglas? Why? Das ist Sushi Junior. Der alte Fisch wurde leider... ist gestorben. Das ist Sushi Junior. Tja, da oben war gerade das zweiköpfige Eichhörnchen. Habt ihr es gesehen? Ich auch. San Francisco, Herbst 1996, verliehen an Zachary McCracken. Diese Urkunde wurde für besondere schriftliche Leistungen verliehen. Er brachte durch das Werk Einer flog übers Bermuda-Dreieck. Meine Bestseller. Er ist noch nass. Kann ich mit den Leuten nicht reden? Sind die nur zur Dekoration? Anscheinend. Cherry. Er scheint gerade beschäftigt zu sein. Ach so. Hä? Jetzt ist meine Maus verschwunden. Hi, Jerry. Ah. Ich muss Sie dringend sprechen. Oh, hallo, Zack. Worum geht's denn? Na dann, können wir doch mit ihm reden. Wieso ist mein Redaktionsgebäude so heruntergekommen? Keine Ahnung, Chef. Vielleicht hat's etwas mit ein paar unglücklichen Zufällen zu tun. Zum Beispiel, dass sie sich das Großraumbüro nicht leisten konnten und stattdessen ein Gebäude des horizontalen Gewerbes zu ihrem Redaktionshaus umbauen mussten. Man kann sich im Leben nicht immer alles aussuchen. Und was hat es mit diesem Baum auf sich? Sicherlich habe ich den als Dekoration hier durch die Redaktion wachsen lassen. Tja, in der Redaktion hat eben keiner so richtig gemerkt, dass dieser Baum mit der Zeit hier so einfach durchgewachsen ist. Ich glaube, er passt zur durchwachsenen Qualität des National Infiltrators. Was habe ich gestern gemacht, Jerry? Gestern? Mal kurz nachdenken. Ach ja, ich glaube, da haben sie laut gerufen, das ist die Riesenstory und sind aus dem Büro gerast. Aber das kommt ja jede Woche mindestens einmal vor, deswegen könnte es auch vorgestern oder vorvorgestern gewesen sein. Ginge es bitte auch etwas präziser, Jerry? Sie sind eine Person meines Vertrauens. Habe ich Ihnen denn nichts über meinen letzten Auftrag erzählt? Tut mir leid, Chef. Ich bin zwar Ihr Stellvertreter, aber seit die Verkaufszahlen im Keller sind, haben Sie mit mir keine Vertrauensgespräche mehr geführt. Ich kann immer nur betonen, dass meine Wissenschaftskolumne über die empirischen Beobachtungen zur Dauer des Trocknens von Anstreichfarbe in renovierten Apartments in San Francisco nicht der einzige Grund für den anhaltenden Misserfolg des National Infiltrators ist. Aber Sie wollten mir ja nicht glauben. Schon gut, Jerry. Der Hauptfehler lag bei mir, denn als Chefredakteur hätte mir auffallen müssen, dass wir die Kolumne versehentlich in 10 aufeinanderfolgenden Ausgaben auf der Titelseite abgedruckt hatten. Solche Unaufmerksamkeiten werden mir nie mehr wieder passieren. Sag mal, Jerry, könntest du mir mal dein Messer leihen? Aber Boss, ich brauche das Titan Cutter Messer, um die Anzeigen für die heutige Abendausgabe zusammenzuschneiden. Außerdem könnten sie sich damit verletzen.
Nichts gegen Ihren messerscharfen Verstand, aber wie Sie wissen, war ich einmal Chirurg und habe deshalb etwas Übung mit diesem gefährlichen Instrument. Ich weiß, Jerry. Ich werde Jerry jetzt besser nicht daran erinnern, dass seine chirurgische Laufbahn damals endete, als er einem Patienten bei der Maniküre versehentlich etwas mehr als den großen Zehennagel abschnitt. Die Erinnerung daran könnte ihn sehr belasten. Wie wäre es mit einer kurzen Pause, Jerry? Keine gute Idee, Chef. Die Anzeigen müssen für die Abendausgabe fertig sein. Ich habe aber $1 Million in der Lotterie gewonnen. Deshalb brauchen wir das Geld der Anzeigekunden für diese Ausgabe nicht. Also, Jerry, mache eine kurze Pause. Zack, Sie haben schon mal besser gelogen. Zum Beispiel damals, als Sie mich als stellvertretenden Chefredakteur einstellten und mir eine Assistentin versprochen haben. Wie konnte ich wissen, dass Sie damit Sushi meinten? Sag mal, Jerry, könntest du mir mal dein Messer leihen? Aber Boss, ach so. Ich brauche das Titan Cutter Messer. Ich weiß, ich werde Jerry jetzt besser nicht daran erinnern. Wie? Keine gute Idee. Ich habe aber 1 Million. Zack, Sie haben schon mal besser ge. Wir reden. Bis bald, Chef. Okay, wir haben scheinbar jetzt unsere eigene Redaktion, unsere eigene Zeitung. Sehr gut. Der Baum schien etwas widerborstig zu sein, also hat man ihn festgebunden. Na dann. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Getränk ist. Aber eigentlich will ich es auch gar nicht wissen. Eine leere Flasche. Jerry hat sie mir zum Geburtstag geschenkt. Wie kommt er dazu, mir eine leere Flasche zu schenken? Ein gelbes Feuerzeug. Wer hat das denn hier vergessen? Können wir das nicht mitnehmen? Ah, doch. Okay, da muss ich aufpassen. Sie steht dort eigentlich ganz gut. Ich will das nicht einfach wegnehmen. Vielleicht ist es Medizin. Einfach nur rechtsklicken reicht nicht. Ich muss wirklich... Okay. Nicht, solange er noch nass ist. Es ist nicht als Marshelm zu gebrauchen. Und was sollte ich überhaupt auf dem Mars? Obwohl, hier bei Jerry ist es zu gefährlich für sie. Ich nehme sie mit. Sicher ist sicher. Okay, jetzt ist Samuel Jackson verschwunden. Vielleicht so ein Gag von wegen, Samuel Jackson spielt in allem mit oder so. Deswegen ist er auch hier oder so. Ich verstehe das nicht. Nein, lassen Sie das bitte, Zack. Das Titan-Cutter-Messer ist ein gefährliches Instrument. Damit spielt man nicht einfach herum. Was genau machen Sie gerade mit dem Messer, Jerry? Ich schneide Anzeigen für die heutige Abendausgabe zusammen. Na gut, hier hast du es wieder. Na gut, schade. Das gehört zum Arbeitsbereich meiner Sekretärin. Und ich möchte nichts durcheinander bringen. Das ist Jerrys Schneidemaschine. Der hat eine Schneidemaschine. Warum benutzt du denn das Titan-Cutter-Messer? Ich bin damit nicht sehr geschickt. Nur das Messer ist interessant. Und das hat Jerry. Ach so. Da liegt ein zerknülltes Stück Papier. Das scheint ein interessanter Artikel zu sein. Wütendes Dschungelmonster verschlingt Forschergruppe Mexiko. Auf dem Ausgrabungsgebiet der 3500 Jahre alt geschätzten Tezcatlipoca-Pyramide in Neumexiko verschwanden vergangene Woche der Ausgrabungsleiter und zwei weitere leitende Mitarbeiter. Wie das örtliche Grabunternehmen berichtet, untersuchten die besagten Wissenschaftler verschiedene Knochenfunde, die seltsame Verformungen zeigten. Einige der gefundenen Schädel sollen sehr ungewöhnlich aussehen und nicht den anatomischen Kenntnissen entsprochen haben. Welchen anatomischen Kenntnissen? Die zuständigen Behörden haben die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit wird vermutet, dass die Wissenschaftler... Ich bin gerade abgelenkt von dem Vogel da unten. Das finde ich viel interessanter. Das würde ich gern lesen. Was ist mit dem Vogel da unten? Na gut, wo war ich stehen geblieben? Derzeit wird vermutet, dass die Wissenschaftler von Kunstdieben überrascht und verschleppt wurden. Und warum steht dann da wütende Dschungelbestie, wütendes Dschungelmonster verschlingt? Aber gut, okay. Verschleppt wurden. Das Grabungsareal war seltsam aufgewühlt
und deutete auf Kampfhandlungen hin. Entgegen der Meinung der Polizei glauben die Eingeborenen fest daran, dass das Verschwinden der Forscher etwas mit dem legendären Dschungelwesen El Pollo Diablo zu tun hat. Beweise dafür wurden nie gefunden. Interessant, interessant, ne? Werden wir wahrscheinlich noch feststellen. Wir sind uns sicher, dass Benjamin keine Probleme haben wird. Ob ein Kleinkind in den Weltraum gehört, ist fraglich. Fest steht nur, dass der dreijährige Astronaut in circa 3 Tagen in der internationalen Raumstation ZAC ankommen wird. Dort warten ihn schon seine Kollegen. Brücke ohne Zukunft. Die Golden Gate Bridge soll durch eine Fähre ersetzt werden. Brücken haben ausgedient. San Francisco. Der Bürgermeister von San Francisco ist die Golden Great Bitch. Oh Gott. Leid. Die Golden Great Bitch ist er leid. Na gut. Das Ding ist potthässlich. Wir brauchen was Moderneres, sagt er auf einer Pressekonferenz. Der Plan sieht vor, die Brücke nun abzureißen und durch eine Fähre zu ersetzen. Die Golden Gate Fähre. Wahrscheinlich. Der Bürgermeister verspricht sich dadurch einen enormen Anstieg der Tourismuszahlen. Wir brauchen eine Sehenswürdigkeit in San Francisco. Auf unsere Brücke können wir da gut und gern verzichten. Und dann das Buch, das wir eingesteckt haben, ist da noch. Weekly Haircutter. Barbary Coast. Ich kein Let's Play ohne Gähnen zurzeit, weil ich immer so früh morgens jetzt immer aufnehme. 7 Uhr fange ich an. 7 Uhr sitze ich hier und bam, dann werden die E-Mails gecheckt, Twitter ein bisschen durchgescrollt und dann geht's los mit Aufnehmen. Noch nicht mal einen Kaffee habe ich getrunken heute. Jetzt das Probeabo für lächerliche 16,42 Dollar. Diese Woche die Meister der Toupees. Interview mit dem Artificial Hair Brothers und die Artificial Hair Brothers Toupee-Typ-Beratung. Urlaub für die Haare, die Friseurfarm in Tenkati. Frisurenfarm, aha, da kommen wir wahrscheinlich auch noch hin. Frisurenbau zu Babel. Wer baut die höchste Turmfrisur? Naja. Dieser Zeitungsausschnitt ist wirklich interessant. Hat diese Story vielleicht etwas mit dem ominösen Flugzeug zu tun? Sieht ganz nach einer guten Spur aus. Ich sollte mich mal in Mexiko umsehen. Okay, cool. Schön, dass man im Spiel wenigstens Anhaltspunkte hat, wo man hin muss. Die hat man ja teilweise im ersten Teil nicht wirklich gehabt. Sie scheint noch älter als das Modell dahinter. Mein Chef. Charmant, wie eh und je. Das ist Deborah, meine kurzsichtige Sekretärin. Guten Abend, Zack. Willst du mich nicht endlich mal wieder zum Essen einladen? Guten Abend, Deborah. War ich wirklich mal so verzweifelt in meinem Leben, dass ich mit dieser Frau ausgegangen bin? Das ist aber nicht sehr nett, Zack. Also wirklich. Sollte eine Sekretärin ihren Chef nicht normalerweise siezen? Nach allem, was wir schon zusammen erlebt haben, sei nicht albern. Oh, nur gut, dass mein Gedächtnis zurzeit einige Lücken aufweist. Dennoch verlange ich etwas mehr Respekt. Das kann nicht dein Ernst sein. Doch, das meine ich sehr wohl ernst. Du bist so süß, wenn du dich aufregst. Deborah, an welchem Artikel arbeite ich noch gleich? Ach, Zack. Tut mir leid, aber das weiß ich nun wirklich nicht. Wieso weißt du nicht über meine Recherchen Bescheid? Immerhin duzen wir uns. Und das ist keine Selbstverständlichkeit zwischen Chef und Angestellten. Also wirklich? Du machst doch immer so ein großes Geheimnis um deine brandheißen Stories. Warum sollte ich das tun? Was stellst du denn für Fragen? Weil du Angst hast, jemand könnte dir zuvorkommen und dir die Story vor der Nase wegschnappen. Jetzt wird aber hier mal wieder gearbeitet, Deborah. Der Chef ist wieder da. Na klar, Zack. Wie hättest du es denn gerne? Schnell und gründlich, sodass am Ende auch ordentlich was dabei herauskommt. Du hast heute aber ganz schmutzige Ideen, Zack. Deborah, mach doch bitte einfach deinen Job. Einverstanden? Worauf du dich verlassen kannst, Zack. Die ein bisschen cringig, fremdschämigen Dialoge haben es leider auch in den Fan-Remake geschafft. Bis später, Debbie.
Dann bis später, Zack. Naja, man könnte zumindest sagen, das hat versucht, den Charme des Originals in jeder Hinsicht einzufangen. Wobei der erste Teil war in vielerlei Hinsicht irgendwie ein bisschen rassistisch und politisch inkorrekt, aber wenigstens nicht sexistisch, glaube ich. Ja. Das hätte sich dann erledigt. Eine weitere Lampe. Hey, lass das! Ich habe das Gefühl, dass alle Uhren in diesem Spiel anders gehen. Sie muss nicht repariert werden. Ohne sie würden wir den Redaktionsschluss verpassen. Ja, tatsächlich, es ist ein Heizofen. Ohne ihn wäre es hier drin recht kalt. Er ist schon am Heizen. Autsch! Der ist ja heiß! Kann ich hier irgendwas machen? Auf keinen... Kann ich das verbrennen? Das klappt doch nicht. Wie, das klappt nicht? Kann ich das löschen? Das sollte ich lieber... Finde ich auch. Kann ich das irgendwie anzünden? Wenn man mich dafür bezahlen würde, aber... Kann ich ein den... Brei aus... Ja, kann ich den Brei hier... Es lässt sich nicht... Es lässt sich nicht... Ja. Sie klebt in meiner... Na gut, ich befürchte, wir müssen jetzt mal mit dem Taxi nach... Da gibt es nichts zu... Nach... Woher? Hawaii oder wohin war das? Zum Flughafen bitte. Auch hier am Flughafen wird der National Infiltrator verkauft. Leider sind die Verkaufszahlen in den letzten Wochen stark rückläufig. Der Automat ist defekt und wir können uns den Techniker nicht leisten. Hey! Das sind doch Melissa und Leslie. Die beiden haben es mittlerweile zu einer eigenen Sitcom gebracht. Anscheinend läuft diesen Freitag eine neue Folge. Ich wüsste gerne, wie viele Kunden dort schon einen Bandscheibenvorfall erlitten haben. Wow, die Skyline von San Francisco ist wirklich imposant. Ah, hier wählen wir, wo wir hinfliegen. Oh, das ist ja schön gemacht, im Vergleich zum Vorgänger vor allem. Ach so, aber man sieht, naja gut, so schön ist es dann auch wieder nicht, weil man sieht gar nicht die Optionen hier, aber gut. Dann fangen wir mal an in Honolulu. Da heiratet doch die... Annie? Ich weiß nicht mehr. Waikiki, ich komme. Ein flauschig weiches Kissen. Ich wüsste gerne, wie viele Kunden dort schon einen... Eine ausführliche Flugübersicht inklusive Unfall, Absturz und Sterbequote. Ein Serviceheftchen der American Airline. Ein Serviceheftchen. Ich kenne die Services der Airline schon auswendig. Glaub mir, ich brauche es nicht. Eine Kassette. Okay, aber da ist das Band rausgezogen. Eine Kassette! So kann ich damit leider nicht viel anfangen. Na? Tja, das macht leider keinen Sinn. Aha, hallo? Na gut, das Band scheint gerissen zu sein. Ne? Vielleicht müssen wir es erst kleben irgendwie. Das hilft. Wenn man mich dafür bezahlen würde. Lustig fände ich das. Lustig fände er das. Na gut. Etwas später. Wow, Guten was Tag, ist denn deine Kiste? Herr. Herzlich willkommen bei DVT. Bitte folgen Sie mir. Ich bringe Sie zu Ihrem Platz. Sehr nett, danke. So, bitte Platz nehmen und Ruhe bewahren. Es geht gleich los. Ah
Ich habe mich schon gefragt, ob ich irgendwas machen kann wieder. Ob ich wieder irgendwo Eier in irgendwelche Mikrowellen packen kann. Ich habe zwar ein paar Erdnüsse bekommen, aber Kaffee wäre mir lieber gewesen. Na, vielleicht kann ich das auch. Hallo, Miss. Ich hätte gerne einen Kaffee. Das glaube ich gern, aber haben Sie sich mal Ihr Ticket angeschaut? Was ist damit? Sie haben einen 3. Klasse Billigflug gebucht. Sie gehören wohl zu den Leuten, die meinen, dass sie alles umsonst bekämen? Hören Sie, alles, was ich möchte, ist ein Kaffee. Schon klar. Und als nächstes wollen Sie vermutlich die Schwimmweste mit nach Hause nehmen? In der Tat, die könnte nützlich sein. Schluss jetzt! Es gibt keinen Kaffee! Ich liebe diesen Beruf. Ja. Das mit dem Kaffee ist eine riesengroße Sauerei. Irgendwie werde ich mir meinen Kaffee schon organisieren. Und vielleicht finde ich ja gleichzeitig eine Möglichkeit, der blöden Stewardess eine Lektion zu erteilen. Mal überlegen. Ich brauche einen Plan. Hey, vielleicht könnte ich die Fenster verdunkeln, mich als Gespenst verkleiden und ihr so einen gewaltigen Schreck einjagen. Ja, das ist es. Ein umwerfender Plan. Mal schauen, ob wir irgendein Klo verstopfen können. Schon eine spontane Idee. Also. Was ist denn jetzt los? Was ist los? Was soll der Alarm? Ich muss mal ganz dringend. Tut mir leid, aber der Toilettenbetrieb ist aufgrund ständiger Verstopfung eingestellt worden. Wir haben aber ein neuartiges, hochmodernes System entwickelt, mit dem der Toilettengang nun deutlich effizienter und schneller geregelt werden kann. Das ist ja sehr interessant. Um was für ein System handelt es sich denn dabei? Die Hightech-Experten unserer Airline unter Leitung von Professor John Locus aus den USA und dem norwegischen Professor Toy Lette haben jahrelange Nachforschungen betrieben und aufwendige Tests durchgeführt. Sie haben nun kürzlich auf einem internationalen Wissenschaftskongress ein sensationelles Gerät vorgestellt, das die Toilette dauerhaft ersetzen wird. Es handelt sich dabei um ein zirkulär geformtes, multifunktionales und transportables Gerät. Für eine Gebühr von lediglich $100 kann nun jeder Flugpassagier dieses super innovative Gerät erwerben. Dürfte ich dieses sonderbare Gerät mal sehen? Aber klar doch, hier ist ein Exemplar. Was? Das ist ein Nachttopf und keine super innovative Erfindung. Sie wollen mich wohl verlackmeiern oder was? Und der Topf ist ja noch nicht mal sauber. Sie sind wohl einer dieser Leute, die gegen den wissenschaftlichen Fortschritt sind. Auch Sie werden eines Tages realisieren, dass Geräte wie dieses in einem progressiven Zeitalter notwendig sind. Nachttopf von pseudoprogressiver Stewardess bringt verzweifelten Reporter zum Nervenzusammenbruch. Was sagten Sie da? Ach, gar nichts. Übrigens, kennen Sie die neuesten Kinofilme? Der auf dem Nachttopf sitzt und Der Topf des Schreckens. Uah. Machen Sie sich etwa über mich lustig? Nein, ich bin Reporter und manchmal geht die Fantasie mit mir durch. Sie sind ja ein ganz helles Töpfchen. Köpfchen, meine ich. Sie bringen mich schon ganz durcheinander. Hier ist meine Cashcard. Danke. So, hier bitte. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Wie auch immer, machen Sie einen Abflug. Ich habe zu tun. Ich finde das so krass, wie der Zeichenstil von ihm und allen anderen Passagieren abweicht. Was für eine Sauerei. Ein handelsübliches WC. Das ist mit Sicherheit die einzige im ganzen Flugzeug. Wenigstens einmal möchte ich Rücksicht nehmen. Sie bleibt, wo sie ist. Ein typischer Flugzeugwasserhahn. Man kann zwischen heiß und kalt wählen, aber nur kalt funktioniert. Ich würde mir nur meine Kleidung bespritzen. Na, das wäre natürlich katastrophal. Ich habe schon eines zu Hause. Okay.
Wenn wir einfach einen Kaffee nehmen? Die Stewardess würde mich kurzerhand aus der geschlossenen Flugzeugtür treten, wenn ich mich an ihrer Kaffeemaschine vergreife. Na, wenigstens darf man nun die Mikrowelle benutzen. Aha. Interessant. Keksbrei. Lustig fände ich das schon, aber... Na gut. Dann machen wir mal alle auf. Da gibt es nichts zu... Wieder gibt es nichts zu sehen. Da ist doch was an Decke. Die nehme ich mal mit. Keine Ahnung. Da gibt es nichts zu... Okay, wir haben eine Decke. Ich bin bereits im Besitz eines bequemen Stuhls. Ach, kann ich auch mit den Leuten hier reden? Und den Koffer klauen? Lederner Koffer? Moment, ich riskiere mal einen näheren Blick. Scheint, als hätte er ein Sicherheitsschloss. Na gut, ich habe den einzigen Code, den ich bis jetzt gefunden habe, ist 1, 1, 3 und 8. Oh, da tut sich was. Na was? Anscheinend habe ich es geschafft. Leuchtendes Zeug. Mit dem Code von unserem Kühlschrank. Ach, ich weiß nicht. Hallo, Sie? Er scheint sich in einer tiefen Trance zu befinden. Hi! Hm? Was? Kann ich dir helfen? Mach schnell! Was treibst du denn so? Ich? Das ist geheim. Geheim? Ja, alles. Es wird bald geschehen. New Mexico, Sydney, New York. Ich verstehe nicht. Jumel, ich auch nicht. Sie? Hat eh niemand gefragt. Sie werden sich alle wundern. Keiner wird es voraussehen. Ah, okay. Sie werden sich wundern. Könntest du mir einen Gefallen tun? Kommt darauf an, was es ist. Also, kann ich deinen Laptop haben? Meinen was? Bist du etwa ein Bulle und willst meinen Laptop beschlagnahmen? Nein, nein. Ich bin nur ein Tourist und ich dachte, ich versuche es mal. Ah, okay. sonst noch was? Nein. Dann lass mich in Ruhe. Das versuchen wir nochmal. Hi! Ah, na gut, okay, dann nicht. Ach, so ein liebes Ömmchen. Guten Tag, junge Dame. Hallo, mein Junge. Wie geht es Ihnen? Gut, mein Junge. Sehr gut sogar. Wissen Sie, ich liebe diese Aussicht. Beeindruckend, nicht wahr? Natürlich, ganz toll. Mutter, dein verlorener Sohn ist zurückgekehrt. Wie bitte? Na, erkennst du mich denn nicht? Ich bin es, Zachary, dein verschollener Sohn. Sie müssen mich verwechseln. Entschuldigen Sie mich bitte. Entschuldigen Sie mich. Gerne, junger Mann. Hallo, Sie? Grüß dich. Wie geht es Ihnen? Ich habe ein Problem mit meinem Magen. Wie bitte? Weißt, ich hab ein Semiknödel. Und weißt, was das? Und nun fliegen wir. Und... Ah, okay. Was auch immer das ist. Ich hab ein Knieschlatterer. Hörst mich? Einen... was? Na, einen Knieschlatterer. Oh, nee. Ja, danke. Knieschlatterer. Mir ist nicht gut. Ach so, warum das denn? Jumel, ich halt mein erster Flug. Hä? Was haben Sie? Ja, bist du deppert oder dort? Ist mein erster Flug, Bam.
Sie sind das erste Mal geflogen und Ihnen ist unwohl. Endlich bist du gescheit, du Hutzbur. Ich fasse das als Ja auf. Viel mir miserablig. Nun, dann lasse ich Sie mal. Wenn einem schlecht ist, sollte man nicht so viel reden. Zupf die. Da hat jemand so ein bisschen bayerisch und so ein bisschen schwäbisch in den Topf geworfen und irgendwie was rausgeholt, das nix von beidem so wirklich ist. Na, was treiben Sie hier? Ich fliege zu einer Besprechung und bin nicht interessiert. Interessiert? Ja, das war doch Ihre Absicht, oder? Nun... Schauen Sie, ich bin erfolgreich, habe Geld und sehe hervorragend aus. Außerdem bin ich glücklich verlobt. Ach so, Sie meinen, ich will Sie, also... Ja, natürlich. Nein, ich wollte mich nur etwas unterhalten. Aha. Wohl eher Spaß haben, oder? Nein! Also finden Sie mich nicht attraktiv, oder was? Das habe ich nicht gesagt. Aber Sie haben das angedeutet. Nein, habe ich nicht. Ach, also bin ich eine Lügnerin oder was? Oh, ich glaube, ich gehe besser. Guten Tag. Tag. Auch in den Wolken unterwegs? Ja, ich bin geschäftlich unterwegs. Und Sie? Ebenfalls. Ich habe einen Deal mit einem amerikanischen Bauunternehmer. Aha. Es geht um viel Geld. Das ist schön für Sie. Nein, das war nur ein Witz. In Wirklichkeit bin ich Versicherungsvertreter. Vertreter? Na klar. Ich komme von der United Insolvency, einer der erfolgreichsten Versicherungen in den Vereinigten Staaten. Was? United Insolvency? Von denen habe ich noch nichts gehört. Na gut. Wie sieht es denn aus bei Ihnen? Wir leben in einer gefährlichen Welt. Ein Versicherungsschutz wäre auch für Sie von Vorteil. Haben Sie Interesse an einer Versicherungspolice? Ich glaube, die Flugbegleiterin hat gerade gesagt, wir sollten uns auf unseren Platz setzen. Hat sie das? Sehr schade. Aber wenn Sie Interesse haben, schauen Sie einfach vorbei. Mach ich. Puh. Die klingen nicht so, als wären die am gleichen Ort, gibt ne? Es nichts zu sehen. Sehr stark abweichende Tonqualität hier. Gehen wir nochmal da rein. Da gibt's noch ein paar Sachen. Licht an, Licht aus. Was soll sonst passieren? Das ist wahnsinnig helles Licht. Das ist wahnsinnig. Ich lasse das mal an, wer weiß, ne? So, Leute. Ah, warte mal, jetzt machen wir hier noch schnell auf. Ich habe weder Interesse an Damenbinden noch an Kondomen. Okay. Es ist verspiegelt, obwohl es schön wäre, auf dem stillen Örtchen eine gute Aussicht zu haben. Es sieht fast so aus, als ob es keinen Griff mehr hätte. Na gut, Leute. Da machen wir jetzt für heute mit dieser Doppelfolge Schluss. Die ist nämlich so lang geworden. Ich habe mir vorher bei 30 Minuten gedacht, na gut, machen wir jetzt eine Doppelfolge draus. Dafür gibt es morgen keine Folge. Und ich weiß bis jetzt echt nicht, was ich von dem Spiel halten soll. Ich finde es bis jetzt irgendwie ein bisschen doof. Also muss ich leider echt sagen, ich finde die Rätsel irgendwie ein bisschen bescheuert bis jetzt. Und also... Manche von den Dialogen und Stereotypen, die hier bedient werden und sowas... finde ich einfach überhaupt nicht. Ich muss echt mal gucken, aus welchem Jahr das Spiel ist. Vielleicht ist es ja älter, als ich denke. Aber naja, also wirklich. Mal schauen. Auf jeden Fall ist für heute mal Schluss. So, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.